Unsere junge Generation Z heult rum, weil sie nur 36.000 Euro Einstiegsgehalt bekommen und nur 30 Tage Urlaub. Sie wissen absolut nicht, wie man damit überleben soll. Und diese Leute sollen später mal unsere Rente bezahlen. Also in diesem Video gibt's von mir mal eine kleine Abrechnung mit der von TikTok komplett verblödeten und degenerierten jungen Generation. Los geht's! Als kleines Vorwort vorweg, wenn ich in diesem Video von der Generation Z und von den jungen Berufseinsteigern rede, dann ist natürlich klar, dass ich nicht von allen spreche und auch nicht alle über einen Kamm scheren will. Ich spreche hier von diesem Teil, der offenbar vollkommen mental degeneriert und ideologisch vollkommen verblödet ist und die leider einen immer größer werdenden Teil von unserer Gesellschaft ausmachen. Ich rede von solchen Leuten, wie ich dir hier gleich in einem Paradebeispiel zeigen würde. Mir wurde nämlich ein Video zugeschickt von einer jungen Berufseinsteigerin, die einen Nervenzusammenbruch hatte, weil sie nur 36.000 Euro Einstiegsgehalt und nur 30 Tage Urlaub bekommt. Schauen wir in das Video mal rein und danach sage ich euch meine Meinung dazu. Ich hatte gerade den größten Nervenzusammenbruch ever, weil ich auf Jobsuche bin. Und ich weiß nicht, was die Leute denken, ob das ein Witz ist oder nicht. Aber wie viele Leute in ihren Bewerbungen, in ihren Bewerbungsausschreiben drinstehen haben, dass sie frisches Obst im Büro haben als Benefit, ist, ich kann es nicht zählen. Für was bin ich in die Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, habe studiert, ich habe mir einen Studentenkredit aufgenommen, damit ich studieren kann, weil mir nonstop gesagt wurde, du musst studieren, weil dann findest du einen Job, der besser bezahlt ist. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben, als Vollzeitangestellte. Also diese Frau hat den größten Nervenzusammenbruch in ihrem Leben, weil sie gerade auf Jobsuche ist und nur 36.000 Euro angeboten bekommen hat. Wow. Aber okay, kann ich komplett verstehen, weil 36.000 Euro im Jahr sind ja 3.000 Euro im Monat und damit ist man in Deutschland echt eine arme Sau und da wird es wirklich richtig Zeit für einen Nervenzusammenbruch. Ich frage mich an dieser Stelle nur, was jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter oder vielleicht ein Zeitarbeiter sagen würde. Ja, richtig, die würden sagen, hey Mädel, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank, wenn du über 3.000 Euro pro Monat rumheulst. Und ich sage, damit haben sie absolut recht. Weil wenn wir jetzt mal die 3.000 Euro in einem Brutto-Netto-Rechner eingeben, zum Beispiel für einen Single in Berlin, dann kommen wir auf 2.032 Euro netto. Und damit können wir jetzt auf die Webseite des Deutschen Instituts für Wirtschaft gehen und dort kann man sein Einkommen nämlich vergleichen. Dort gibt man nämlich sein Gehalt ein und du kannst genau sehen, wie du im Vergleich zum Rest der Bevölkerung in Deutschland stehst, ob du mehr verdienst oder ob du weniger verdienst. Und dort geben wir jetzt mal die 2032 netto ein, sagen keine Kinder und siehe da, mit diesem Gehalt bist du so ziemlich in der Mitte von Deutschland. 53% verdienen mehr und 47% verdienen weniger. Und wenn du dann vielleicht nach einem Jahr deine erste Gehaltserhöhung von 100 Euro hast, dann verdienst du schon mehr als die Hälfte der Deutschen. Also absolut kein Grund zum Rumheulen. Und klar, jetzt könnte man sagen, ja, aber die Frau hat doch studiert und damit müsste sie doch mehr als der Durchschnitt verdienen. Ja, richtig, ein Studium ist ein Vorteil. Aber dafür ist sie im Gegensatz auch Berufseinsteigerin mit null Berufserfahrung und das ist wiederum ein Nachteil. Und wenn du als studierter Berufseinsteiger mit null Berufserfahrung 36.000 Euro im Jahr verdienst, dann solltest du damit nicht rumheulen, sondern solltest zufrieden sein, weil damit bist du immer noch im Mittelfeld wie Deutschland und verdienst auch viel mehr als andere, die schon 10 oder 20 Jahre Berufserfahrung haben. Und ja, es gibt auch Uni-Absolventen, die bekommen deutlich mehr zum Einstieg. 40.000, 50.000, manche bekommen sogar 60.000 Euro. Aber die haben dann auch richtig wichtige Ingenieurswissenschaften studiert und nicht irgendwelchen Mist wie Gender Studies oder Promenadologie. Und wie jetzt, du weißt nicht, was Promenadologie ist? Promenadologie ist die Wissenschaft vom Spazierengehen. Ja,
Du hast richtig gehört. An der Uni Kassel kannst du studieren, wie man richtig spazieren geht. Unglaublich. Aber okay, kommen wir mal zurück zu unserer Absolventin und was sie weiter so Schönes sagt. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel im Jahr. Wir reden hier von einem ganzen Jahr. Ist wirklich nicht, wie man überleben soll. Also, diese junge Dame weiß wirklich nicht, wie man mit 30 Tagen Urlaub im Jahr überleben soll. Sorry, also ich versuche ja hier wirklich ernst zu bleiben, aber das ist echt schwer bei solchen Aussagen. Ich meine, jeder von euch dort draußen, der in Vollzeit arbeitet, hat auch nur 30 Tage Urlaub. Manche haben sogar deutlich weniger. Und jetzt die Frage, wie macht ihr das dann mit dem Überleben da draußen? Fragt ihr euch auch täglich, wie man mit 30 Tagen Urlaub überleben könnt? Und sicher hätten wir alle gerne mehr Urlaub, aber auch mit 30 Tagen kann man überleben. Also das, was die ganze deutsche Bevölkerung jetzt schon seit vielen Generationen macht, ja, mit 30 Tagen Urlaub zu überleben, damit kann die junge Generation heutzutage nicht mehr überleben. Und na klar, wenn man direkt von der Uni kommt, dort hat man halt viel Freizeit, kann viel feiern gehen, hat viel Zeit für seine Freunde und hat generell noch einen viel flexibleren Tagesablauf. Aber das ist eben die Universität. Und nach der Uni, da kommt das reale Leben. Also herzlich willkommen im realen Leben. Und bisher hat diese junge Frau ausschließlich auf Kosten von anderen gelebt. Zuerst auf Kosten von ihren Eltern, später hat sie teilweise vom Staat via Kindergeld gelebt und danach lebt sie auf Kosten der Bank, weil sie jetzt ja einen Studienkredit hat. Und jetzt, wo sie zum ersten Mal ins reale Leben kommt und ihr eigenes Geld verdienen muss, da bekommt sie plötzlich einen Nervenzusammenbruch. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Und ich meine, solche Leute wie die, das sollen die Leute, sollen die später mal unsere Rente erarbeiten? Ich meine, wie soll das denn gehen, wenn die bei jedem kleinen Mist sofort einen Nervenzusammenbruch kommen? Unglaublich. Aber okay, schauen wir mal weiter, weil diese junge Frau hat auch einen richtig geilen Vorschlag, wie wir unser ungerechtes System verbessern können. Schauen wir uns mal den letzten Ausschnitt an. Mittlerweile ist ja Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten. Das bedeutet keine Freizeit. Man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht. Und am Wochenende hast du ja frei. Hast du frei? Hast du wirklich frei? Weil ich nicht, sage ich ehrlich. Auf mich wartet dann ein Haushalt, auf mich wartet dann ein Einkauf. Auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wiedersehen wollen, für die ich eigentlich gar keine Energie mehr habe. Wo soll das denn hin? Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen? Und dass wir einfach aufwachen und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, weil erst dann, wenn wir vereint einfach sagen, nein, stürzen wir dieses beschissene System. Na, endlich kommt mal ein richtig sinnvoller Vorschlag von dieser Frau. Wir hören einfach alle auf zu arbeiten und stürzen unser System. Super. Ich mach sofort mit. Wir kündigen einfach alle unseren Job und beziehen jetzt Bürgergeld, weil arbeiten lohnt sich ja sowieso nicht mehr. Ich hätte da nur eine kleine winzige Nachfrage. Wenn wir jetzt alle unseren Job kündigen und dann Bürgergeld beziehen und auch keine Steuern mehr zahlen, wer bezahlt dann das Bürgergeld, wenn der Staat keine Steuereinnahmen mehr hat? Also offenbar hat diese studierte Frau diesen Vorschlag nicht ganz zu Ende gedacht. Also meine lieben Zuschauer, wir haben in Deutschland sehr viele Menschen, die wirklich fleißig und hart arbeiten gehen. Menschen, die unser ganzes Sozialsystem mit ihren ganzen Vorteilen am Leben halten und vor allen Dingen auch viele junge, hungrige Menschen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch viele junge Menschen, die komplett degeneriert sind, in ihrer kaputten TikTok-Welt leben und bei dem ersten bisschen Anstrengung sofort einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und diese Art von Menschen werden leider immer mehr. Und woran liegt das? Hauptsächlich an zwei Sachen.
Erstens, unsere Gesellschaft wird auf der einen Seite durch eine komplett fehlgeleitete Politik komplett unmündig gemacht. In unserer Gesellschaft lernt man nicht mehr, dass man Leistung bringen muss, und man lernt, dass einem alles vom Staat abgenommen wird. Und dadurch werden die Menschen immer unfähiger zum selbstständigen Leben und sie wissen auch nicht mehr, was Leistung ist. Das ist ein riesengroßes Problem. Und zweitens, die sozialen Medien sind natürlich Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite bieten sie unglaublich viele Möglichkeiten und auch Chancen, aber zugleich kommt mit ihnen auch viel Bequemlichkeit und auch ein völlig verzerrtes Bild von der Realität. Ich meine, in den sozialen Medien sieht man ständig die großen Influencer mit ihrem Luxusleben und man lernt, dass jeder diesen Luxus haben kann. Von heute auf morgen und ohne Arbeit, weil man lernt dort nämlich sehr oft nicht, dass man dafür hart arbeiten muss. Und genau das ist nämlich das große Problem mit unserer jungen Generation. Die junge Generation lernt nicht mehr, dass man arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Und sie lernen auch nicht, dass man richtig, richtig hart arbeiten muss, wenn man großen Erfolg haben muss. Ich zum Beispiel verdiene richtig viel Geld mit YouTube, jeden Monat 30.000 Euro. Aber dafür arbeite ich auch jeden Tag 8 bis 10 Stunden und das Ganze auch am Wochenende, also 7 Tage pro Woche. Und ich bin ja schon über 10 Jahre im Arbeitsleben. Und genau diese harte Arbeit und auch die Berufserfahrung, das sehen die jungen Leute nicht. Die denken immer, man wird reich über Nacht und zwar fürs Nichtstun. Aber so funktioniert unsere Welt nicht. Man muss in jedem Job hart arbeiten. Egal ob als Handwerker, egal ob als Verkäufer, ob als Doktor oder eben als YouTuber. Und deswegen mein Appell an die junge Generation, bitte hört auf rumzuheulen und fangt an, hart zu arbeiten, weil dann werdet ihr auch viel Geld verdienen und könnt euch auch eure Träume erfüllen. Und machen wir das Ganze mal an einem konkreten Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel so wie ich YouTuber werden wollt und jeden Monat 10.000 Euro verdienen wollt, dann schaut euch dazu gerne meine YouTube-Akademie an, weil die verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. In dieser YouTube-Akademie bringe ich euch genau bei, wie YouTube funktioniert und wie ihr damit auch sehr viel Geld verdienen könnt. Und dazu braucht ihr kein Vorwissen, das Ganze könnt ihr nebenbei machen und mit jedem x-beliebigen Thema. Also, der Link zu meiner Akademie findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Schaut es euch gerne mal an und dann gebt richtig Vollgas.